Bronzehammer oder was auch immer ihr gebraucht hast. Ja. Nein, och. Zu blöd. Okay. Also ich meine mich hier. Hier, dieses Red Alloy. Ja. So, Induction Smelter. Okay, das ist Alloy Smelter und. Hä? Wo ist denn. Bin ich jetzt? Warum? Also ich habe hier die I. Achso, das ist Project Red. Okay, gut, ja. Dann ist es kein Wunder. Ja, ich glaube, wir brauchen sogar das Red Alloy von Gregtech. Ja. Oh Mann, ey. Red L. Project Red. Ja, ich krieg nur das. Ah, warte mal, hier Gregtech. Alloy Red Alloy Smelter. Ingots. Copper und 4 Redstone. Oder Copper Dust. Ja. Ach, hier, ja. Kupfer. Ich hab natürlich Dings hier, Gedönse. Lass mir Eisen mitgenommen. Ah, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Oh. Ich So. bin auch gerade bei uns am gucken, dass es hier das ganze Essen, was nicht so viel bringt, bin ich am wegfuttern, weil wenn du mal bei uns in die Kupfer. Truhe guckst, So. da ist er schon wieder Also weg. ich hab jetzt Kupfer und das kommt jetzt hier in den. S nee, nicht Steam, sondern Smelter, ne? In den Steam-Smelter. Ja, gut. Kupfer. Und. Ah, da wird jetzt ein Schuh draus. Meine Fresse, wie kann man nur so blöd sein? Ja, das frage ich mich auch immer. Ich brate jetzt einfach mal ein paar durch, ne? Brauchst du ja eh, Ja, oder? ja. Vor allem war ich es auch nur gerade darauf, weil die Red Alloy Ingots von Project Red, die wollen nicht. Okay. Da habe ich jetzt mal gerade den Hammer und zwei daneben. Kommt so eine Platte raus, bloß ich kann die nicht rausnehmen. Ah, okay. Ja, da werden wir nochmal einen Baker schreiben, denke ich. Ja. Ach, hast du auch mal einen Post gelesen hier bezüglich der Smeltery und Cola? Meltery und was? Und der Cola und der Soda. Ja, habe ich gelesen. Das ist sehr lustig. Ich denke nur, das muss doch ein Fehler vom NEI sein. Lass das ein Fehler sein. Ich schmeiß das da rein. Nee, das klappt sogar wirklich. Wahnsinn. Da kommen sogar wirklich 8 Barren raus. Ich hatte da gestern 11 reingeworfen und wir haben 88 Barren bekommen. Auch nicht schlecht. Was hat er jetzt gemacht? Red Alloy Ingot, Red Alloy Ingot. So, jetzt ist er anscheinend. Ja, ach so, der ist leer. Ja. Gut. Ja, gehen wir den mal ins Deck. Ja, nee, ich hab hier schon Kohle rein. Also. Ja. Müssen wir auch mal wieder ein bisschen auf neu farmen. Obwohl, wir können ja auch Holz verbrennen. So, ich hoffe, dass der jetzt auch irgendwann wieder ein bisschen, ne, heizt und so. Okay, also hier habe ich jetzt 10 Red Alloy Ingots. Die packe ich dir mal hoch. Jo. Alternativ So. kannst du nochmal hier aus dem Tank rauspumpen, da ist ja noch genug drin. Noch Iron Nuggets. Ah, so. Also die Fratzen gehen mir echt auf den Senkel. Nicht nur dir. Hast du eigentlich schon mal bei unseren schönen Tempel gesehen? Nee. Also unsere Pagode da oben, wo wir wohnen. Der da hinten? Ja. Okay. Autsch. Ja, nachdem ich hier die Aktion von Sigurin mit dem Haus gesehen hatte, dachte ich, ja komm, so ganz mal auf das Play können wir ja nicht machen. Also so ein kleines Haus sollte man wenigstens schon haben. Das ist schön. Das ist wirklich schön geworden. So eine schöne Oase. Ja, wenn du hier rauf gehst, haben wir noch ein Ja. schönes Betten hier. Ja, schick, schick. Auf jeden Danke. Fall. Ja, ist auch spinnensicher, ne? Ja. Ja. Ja, wobei, ich glaube, die können hier bei den Glowstones hochklettern. Bin mir jetzt nicht sicher. Ah, weiß ich auch nicht. Ansonsten, ich glaube, die Glowstones. Aua! Was war das denn? Was tut das? Nein. Irgendjemand hat mich da runtergestoßen. Ja, ist egal. Das war ich. Ah. Ja, ich habe immer noch meinen Cleaver, ne? Pass mal auf Ja. hier. Ich habe neun. Ja. Dann wird ganz schnell aus Dosh 11 Dosh 12. Ja, wir können ja mal heute Abend gucken. Also nach der Aufnahme. Mal los auf einen kleinen Spaßkampf. Mal gucken. Komm, bist crazy? Falsche Seite. Ja. Ich denke nur gerade, wo geht der denn jetzt hin?
Ja. Nee, aber ich würde gerne auch hinter Benjamin bleiben. Naja, im Laufe der Zeit wird es bestimmt auch mehr. Oh, ich habe es auch Stimmen gehört. Ja, der geht mal wieder zu unseren Villagern. Ah. Schöner Magnet, hä? Kannst du jeden Morgen, wenn der Tag anbricht, kannst du mal schnell vorbeigehen und alle kaputt hauen. Ja, dann brauchst du keine XP-Farm. Ja, obwohl die haben wir auch schon. Da war crazy langweilig. Okay. Wir haben ja hier unten bei uns, haben wir ja hier so den Minenschacht. Da sind, glaube ich, drei oder vier Spinnen-Spawner. Ja. Ach, da hinten, oder was? Wenn man bei unserer Mine dann lang geht. Also quasi links neben dem Nether-Portal. Ach so, okay. Ich nehme euch mal die sechs raus, ja? Die sechs Ingots. Hä? Wie? Wo? Die Wetterleu-Ingots. Ja, die habe ich ja. 10 waren das sogar, glaube ich. Es waren nur sechs bei mir. Hier, Red Alloy Ingots, die sind. Ja, warte, ich schmeiße dir zu. So, Mach hier. das. Jo, danke. Machen wir gleich mal ein Dankeschön. paar mehr. Ich weiß ja, wo ich es hingelegt habe, ne? Dann finden wir es einfacher. Gut. Ja. Dann brauche ich noch ein bisschen Rotstein. Also ganz ehrlich, wenn die Redstone irgendwann übersetzen sollten, dann höre ich auf Minecraft. Dann hörst du was? Dann höre ich auf mit Minecraft. Warum? Ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie so ein Muss, dass es Redstone heißt. Ja, genauso ist es ja Koppel und ein Pflasterstein, wie die deutsche Übersetzung ist. Jetzt habe ich da nicht. Alter. Red Granite Cobblestone, Gregtech Addon. Boah, wenn ich das noch irgendwann wäre. Wenn das morgen auch noch so ist, dann kriege ich einen Anfall. So, Ja. ein Automatic E-Furnace. Knacken wir mal daran. Macht nicht bumm. Ist so gut. Gut. So, So. der E-Furnace kann jetzt was? Das ist ein normaler Ofen. Ach so, okay. Das ist der alte Ah ja. Electric Furnace. Ja, genau. So. Der hat auch nur 937 Rezepte. Ist ja niedlich. Ja. Also holen wir mal schnell durch. Ja. So, würde ich sagen, machen wir als nächstes eine Wiremill. Der braucht schon ein Deer. Oh. Wow. Wo kommt denn der jetzt her? Achso, von da hinten. Ja, machen wir da mal zu. Ach, wenn du Cobblestones brauchst. Schau mal hier in die Ruhe. Nö, erstmal nicht, glaube ich. Oder, aber da sagst du was. Da muss ich mal ganz kurz was gucken. Weißt du, hast du keine Cobblestones mehr oder was? Nee, ich muss mal was anderes gucken. So, ich schaue dann schon mal, dass ich eine Wiremill fertig kriege. Das sind Breastplates. Also Breastplates. Alter, du kannst heute echt nicht craften damit. Zink und Tetraid. Geht dann auch anders. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, weil so viel Zink haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Gut. Dann gehen wir mal auf den Automatic Extractor. Das ist. Ich wollte schon sagen, wenn der jetzt auch schon eine Stainless Machine wohl braucht. Okay, eine Stahlhülle. Da fehlen ja nur noch zwei Stahlbarren. Ah, legen wir dir noch mal ein bisschen Kohle nach. Also, ich bin gleich wieder da. Ich muss gerade mal noch Ja, schnell ja. was nachgucken. Nur keine Hektik. Gut. So, Stahl, 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 da. So, ich wollte jetzt eigentlich die Wiremill schon machen, bloß Quacktech sagt nein. Computer sagt nein. So ungefähr. Naja, machen wir jetzt erstmal hier den Automatic Extractor, dass wir dann nicht mehr Steam brauchen, um hier Gummi herzustellen. Danach gucken wir vielleicht mal den Mess. Alter. Selbst ein Messerator braucht schon Dias. So, schick. Ich merke schon richtig, wie die Motivation wieder hochgeht.
So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir noch einen Circuit, der geht ja jetzt relativ schnell. Wo haben wir da zwei Plates? Eine Iron Plate noch. Gut. Ich habe gerade mal schnell bei uns in der so einen Eisenbarren in den Furnace getan und jetzt haben wir ja. Brauchst du Iron Was? Hm, Nuggets? nee, das war ich vorhin, glaube ich, oben beim Cracktech Mist. Nee, das habe ich gerade gemacht. Ach so, okay. Ja, ich habe nämlich auch ein paar gemacht. Gut. Entschuldige. Kann man doch wieder zusammen craften. Ja. Aber das sind auch Lead Nuggets, sehe ich gerade. Hatten wir ja für Thermal Expansion gebraucht. Okay. Bin ich gerade am Überlegen für was? Warte mal, kann ich auch draufklicken, ne? Uses und so. Hier. Ich Uses. meine, das war ja hier für diesen Lead Capacitator oder wie das auch immer heißt, um die Werkzeuge Der von Tinkers und Zwackt. Tuberus Flux Capacitor. Ja, oder so. Ja. Alter, die Fratze Gut. geht mir echt auf den Sack. Huch, falsche Richtung. Ja, noch eins. Gut. Noch ein paar Hahne. Die Tree-Taps. So, eine Steel Machine holen. Electronic Circuit. Tree-Tap. Tree-Tap. Tree-Tap und noch ein Tree-Tap. Und ein Automatic Extractor haben wir. So. Der. Stellen wir erstmal daneben. Mache ich gleich noch ein Kabel. Machen wir mal die Fackeln darüber. Da ende ich nachher um. Ja, ist ja nicht besonders wild, ne, das Ding zu bauen. Ja, es geht ja auch schnell. Ja. Und kriegt man auch halt sehr viel raus. Ach, man kriegt sogar aus Slime Balls kriegt man Rubber Pulp. Was? Bob's hier Uncle Barry? Was? Gesundheit? Das sehe ich hier gerade auf Seite 7. Von Seite dem. 7. Large Sodium Batterie, Large Batterie Hülle. Habe ich hier. Und Rosenrot. Warte mal. Warte mal, Rubber Pulp, Butter, Hulk, Biofuel. Müsste bei Grape Peonies sein. Da steht Bob's Year Uncle Barry Source Gib of mir gerade mal Emeralds. die ID. 12804 1, 2, 8, 0, 4. Doppelpunkt Oh je, ja. 32511. 3, 2, 5, 1, 1. Okay, Bob's Gear Uncle Barry, okay. Source of Emeralds. Ich will schon gar nicht wissen, was das ist. So. Gibt es keine Rezepte? Ja, gut. Wirst du bestimmt irgendwo mal finden können. Ja, Standard-Grafik-Rezept, ne? Ja. So, dann mach ich Was noch. sind das, mehr als 16 Blöcke? Ja, Glaube oder nicht, sind ja ne? halt immer wieder so ein Elevator dazwischen. Dann geht das klar. Ja, nee, ich meine, da müsste doch einer reichen, oder nicht? Also, ja, wir haben es halt hier wirklich so gemacht, weil hier ist ja noch so eine Zwischenetage. Achso, ja gut, ja passt ja. Ja, Ding Dong. So. Der Extractor ist fertig. Was braucht der Komp